Hallo von Herzen, meine lieben Fischegeborenen. Ich grüße euch zu einer Drei-Monats-Legung für euch. Wenn ihr also im Mond, Venus, Aszendenten oder Sonnenzeichen Fische habt, dann könnte diese Legung hier wichtige Informationen für euch enthalten. Wir schauen, was sich innerhalb der nächsten 3 Monate zeigt. Wir schauen aber auch, aus welcher Energie kommst du, sodass du für dich prüfen kannst, ob du eventuell hier in der Reisegruppe bist oder nicht. Ich lasse zu Beginn meine Ausgangssituation springen. Wo befindest du dich aktuell? Wo befindest du dich aktuell? So, da haben wir hier schon zwei, die gesprungen sind. Da haben wir einmal die Königin der Stäbe und die Neun der Münzen. Es kann jetzt gut möglich sein, dass du hier aktuell mit einer Person zu tun hast, die in einem Feuerzeichen geboren ist, Widder, Löwe, Schütze Energie. Oder hier haben wir eine Jungfrau Energie. Diese Zeichen könnten hier wichtig für dich sein, aber im Großen und Ganzen geht es darum für dich, dass du gerade in einem Befreiungsschlag bist. Du hast vielleicht einen Befreiungsschlag schon hinter dich gebracht oder befindest dich aktuell in einem Befreiungsschlag. Du möchtest wieder den Wert des Lebens und das Feuer des Lebens auch für dich spüren. Oder wie gesagt, ein Feuerzeichen könnte wichtig werden oder ein Jungfrauzeichen könnte wichtig werden. Es geht darum, dass du für dich wieder in die Passion und Leidenschaft kommst, in deinen Wert. Es kann gut möglich sein, dass du aktuell alleine durchs Leben gehst oder den Wunsch hast, alleine durchs Leben zu gehen, weil die Neun der Münzen ist auch die berüchtigte Single-Karte. Aber das tut dir nichts an. Du bist gerade in einer Situation, wo du das Leben genießt, wo du das Feuer in dir spürst. Oder wie gesagt, eine Person, ist jetzt völlig egal, ob männlich oder weiblich, mit diesen Eigenschaften könnte aktuell hier wichtig für dich werden. Was haben wir denn hier an der Unterseite? Da haben wir den Bube der Münzen. Der Bube der Münzen könnte eine Situation mit einem Kind sein. Das ist eine Stier-Steinbock-Jungfrau-Energie. Oder du bist gerade für dich in einer Energie, ja, wo du schon eine gewisse Beständigkeit zwar suchst, aber wo du gerade für dich schaust, welche Chancen und Möglichkeiten zeigen sich eigentlich auf, oder es kommen hier Chancen und Möglichkeiten auf dich zu. Wie gesagt, das Thema Kinder könnte ja auch eine Rolle spielen. Aber im Großen und Ganzen ist der Bube der Münzen wirklich eine relativ stabile Energie. Die Buben sind ja immer so die jüngsten Karten im Tarot. Aber es zeigen sich hier Nachrichten, Chancen, Angebote, Möglichkeiten, die ja auf dich zukommen. Aber ich nehme dich ja wirklich so wahr, dass du gerade in einem Befreiungsschlag bist. Das ist ja ganz klar zu erkennen. Wir lassen jetzt mal hier mit den Astrocards Energien springen, was innerhalb der nächsten 3 Monate hier wichtig für dich wird. Was wird hier innerhalb der nächsten 3 Monate für meine Fische-Energien wichtig? Oh, da hat sich schon eine umgedreht. Der südliche Mondknoten, das alte Karma, und an der Unterseite zeigt sich Neptun. Träume und Geist. Neptun ist ja auch euer Herrscher. Es kann gut sein, dass du innerhalb der nächsten 3 Monate hier wirklich altes Karma auflöst, weil Neptun ist auch das sich auflösende Prinzip. Du hast hier ja sowieso eine sehr enge Anbindung zu dem, was tief in dir verborgen ist, ne? Also die Fische ist ja eine sehr, sehr tiefgründige, emotionale, feinfühlige, hellsichtige Energie. Und du spürst jetzt ganz genau, wo kommst du her, und du löst altes Karma auf. Du hast Visionen, du hast Wünsche, du hast Träume. Aber was ich so wahrnehme bei den Fischen ist, ihr lasst euch so, ihr habt so ein Urvertrauen, so ein Gottvertrauen, ne? Oder je nachdem, an was du glaubst. Es geht ja bei dir darum, dass du in eine tiefe, tiefe, ja, du hast so diesen tiefen Glauben, es wird alles gut, und du hast so altes Karma abgearbeitet. Das ist, wie ich das hier schon sagte, so ein Befreiungsschlag. Ich glaube, du hast hier wirklich echt viel hinter dir gebracht. Du hast hier herausfordernde Energien gehabt. Ja, je nachdem, wann du im Fischezeichen geboren bist, ist ja auch Saturn über deine Sonne gegangen. Und
Es kann halt gut möglich sein, also auch wenn du jetzt zum Beispiel Mond in Fische hast oder Venus in Fische, Aszendent Fische, hast du jetzt immer in den letzten 1,5, 2 Jahren so eine Saturnprüfung bei dir gehabt. Und altes Karma, Saturn ist auch der Karma-Planet, ging es hier wirklich um eine Überprüfung. Und Saturn sagt, was passt noch zu dir und was nicht. Also es ist wirklich so, dass du hier viel losgelassen hast. Befreiung. Auflösendes altes Karma. So, wir schauen mal weiter. Aus den Monology Cards. Welche Karte wird für meine Fische-Energien hier wichtig? Die lassen sich ein bisschen schwer mischen. Welche Karte? Die Löwe-Energie. Neumond im Löwen. Strahle. Wahnsinn. Das ist genau das, was ich hier reinbekomme. Ein neues Leben für euch. An der Unterseite haben wir hier. Fasse Tritt in deiner Macht, zunehmender Halbmond im Widder. Ne? Und das ist, kann nämlich wirklich gut möglich sein. Auch hier mit dieser Königin der Stäbe, Widder, Löwe, Schütze Energie. Ich glaube, du bekommst jetzt echt Feuer im Hintern. Ne? Und die Fische sind ja eigentlich eher zurückhaltend und ruhig und eher in sich gekehrt, eher brauchen ganz viel Rückzug auch für sich. Und du fängst jetzt an, wirklich zu strahlen. Egal wo. Mit welchem Zeichen bei dir Fische ist, in dem Bereich fängst du hier einfach an zu strahlen. Du hast halt wirklich komplett altes Karma losgelassen. Also, wir schauen mal weiter. Du kommst auch jetzt, wie gesagt, in diesen tiefen Glauben. Du bist neu geboren, so nehme ich das fast wahr. Welche Lenormand-Karte wird denn hier wichtig für meine Fische-Energien innerhalb der nächsten 3 Monate? Ach, das gibt's ja nicht. Guckt euch das mal an. Der Ring und die weibliche Hauptperson. Also es könnte sich natürlich jetzt tatsächlich um partnerschaftliche Angelegenheiten handeln. Das kann jetzt sein, dass du dich entweder aus einer Verbindung gelöst hast oder eventuell in eine neue Verbindung gehst. Es kann gut möglich sein. Und die Sonne. Wahnsinn. Wieder Löwe-Energie. Wahnsinn. Du bindest dich zuerst an dich selbst. Du erkennst, was wichtig ist. Alle Arten von Verbindungen und Verträgen, die kommen hier mit der Positivität auf dich zu. Also es kann wirklich bedeuten, dass sich hier entweder eine bestehende Verbindung festigt oder dass du hier dich auch vielleicht aus einer bestehenden Verbindung löst, aber das fällt dir gar nicht schwer. Es kann sein, dass du dich auf eine neue Verbindung einlässt. Es könnte sich aber auch hier um Verträge und Abmachungen handeln. Aber was ich ganz besonders reinbekomme, ist, du schließt eine Bindung mit dir selbst. Du gehst mit dir selbst in eine Beziehung und Verbindung. Du stärkst auch hier so das innere Kind. Du kommst in die absolute Stabilität. Also das ist ja so ein Befreiungsschlag bei den Fischen. Wahnsinn. Wir schauen jetzt mal mit den Tarotkarten, was denn innerhalb der nächsten 3 Monate hier noch wichtig wird für dich. Ich lasse 5 Karten springen. Wie entwickeln sich die nächsten 3 Monate? Ja, hier, Acht der Kelche, Saturn in Fische. Ich habe es vorhin noch gesagt, du verlässt eine alte Situation, weil du genau überprüft hast, was bringt es dir noch? Und du bist dort emotional nicht mehr erfüllt gewesen. Welche Energien werden für meine Fische hier noch wichtig? Welche Energien werden für meine Fische innerhalb der nächsten 3 Monate noch wichtig? Das gibt es ja nicht, die 10. Kelche. Ich komme gleich in die Deutung, ihr Lieben. Da haben wir die nächste. Die 9. Kelche. Woche. 2 Karten bitte noch. Welche Energien werden. Die 8 der Stäbe. Eine Karte bitte noch, eine Karte. Oh, der König der Stäbe, unglaublich. An der Unterseite haben wir hier den Ritter der Münzen. Also ihr Lieben, das ist ja Wahnsinn. Also wie gesagt, das bestätigt eigentlich schon die Karten, die bereits gefallen sind. Du hast dich hier befreit. Du kommst in die emotionale Erfüllung. Du lebst deine Vision, deine Träume. Das ist auch eine Wunscherfüllung. Was emotionale Erfüllung für dich bedeutet, das weißt nur du. Aber das sind so Energien, du kommst, du genießt das Leben. Du fängst an, neu zu leben. Du wirst aktiv.
Du nutzt aber auch deine Kreativität, deine Aktivität, deine Dynamik für Dinge, die auch für andere wichtig sind. Also in dem Sinne, dass es vielleicht sein kann, dass du dich für soziale Projekte engagierst, ehrenamtlich für irgendjemanden tätig wirst, dass du den Menschen, denen es nicht gut geht, dass du die hier unterstützt. Es kann sein, dass hier neue berufliche Projekte auf dich zukommen, sehr plötzlich unverhofft Verbindungen, Partnerschaften auf dich zukommen. Stabilität, neue Leidenschaft. Wir haben hier ein Königspaar. Wir haben die Königin der Stäbe und den König der Stäbe. Also wirklich Feuerenergie könnte hier sehr, sehr wichtig für dich sein, aber genauso auch Erdenergie. Ne? Also Stier, Steinbock, Jungfrau, Widder, Löwe, Schütze könnte hier in dem nächsten Vierteljahr eine wichtige Rolle für dich spielen. Du hast, wie gesagt, etwas Altes, woran du aber lange gehangen hast, wirklich losgelassen. Du gehst Schritt für Schritt in ein neues Leben. Du gehst auf die Bühne des Lebens. Zweimal ist hier der Löwe gefallen. Das ist die Bühne des Lebens. Du zeigst dich, du wirst aktiv, du strahlst aus deiner Mitte heraus. Es kann sich hier um kreative Projekte handeln. Es kann sich um Projekte mit oder wegen Kindern handeln. Es geht aber auch hier darum, dass du, ja, mir fehlen eigentlich fast die Worte, du hast so diese tiefe innere Erfüllung. Du brauchst eigentlich rein im Außen nicht viel, um dich wirklich glücklich zu fühlen. Du könntest ja auch ein Vorbild für die Menschen sein, die ständig nach Anerkennung und finanziellen oder materiellen Werten streben, ja? Du wirst hier auf jeden Fall finanziell gut abgesichert sein, weil mit den Neun der Münzen, das ist eine Venus in Jungfrau-Energie, zeigt sich auch hier die Heilung im Finanzbereich. Ne? Aber du könntest auch für andere, hast du ja auf jeden Fall eine Vorbildfunktion. Du hast eine schwierige Situation gemeistert und dann könntest du für andere eine Vorbildfunktion einnehmen. Du könntest als Coach tätig sein. Es könnte wirklich sein, dass man hier viel Rat bei dir sucht, weil man jetzt sieht, wie du dich aus einer herausfordernden Lage befreit hast und hier wie Phönix aus der Asche steigst. Ne? Und du bist so authentisch, autoritär auf einer gesunden Ebene und klar, wie du es wahrscheinlich noch nie in deinem Leben warst. Wir schauen jetzt noch mal mit dem Tarot, was kommt danach? Welche Energien sich hier noch zeigen möchten? Welche Energien werden hier noch für meine Fische wichtig? Ja, Wahnsinn. Du lässt hier los, doppelt bestätigt, ne? Du bist bereits auf einem neuen Ufer. Du hast ein altes hinter dir gelassen. Du weißt zwar noch nicht ganz, ne? Was bringt dir das Neue hier, aber du hast losgelassen. Auch hier, Stagnation bedeutet den Tod, die vier der Münzen. Du hast lange an etwas festgehalten. Entschuldige, jetzt kriege ich gleich einen Frosch im Hals. Lange an etwas festgehalten, was nicht gut war. Das können Partnerschaften sein, das können alte Gedankenmuster sein, das können berufliche Situationen sein, eigene Verhaltensweisen sein. Und das lässt du hier absolut los. Absolute Befreiung. Also mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu sagen. Ich lasse mal noch zwei Energien springen. Ja, wieder Saturn, Abschluss. Jetzt kommt etwas Neues auf dich zu. Eine Energie bitte noch, eine Energie bitte noch. Dann haben wir gleich zwei. Ja, du hast deine Ängste besiegt. Ja, auch Fische- und Krebsenergie. Du hast deine Ängste besiegt. Du kannst jetzt ernten. Du kannst jetzt wirklich die Ernte einfahren für das, was du durchgestanden hast. Und du hast hier einiges durchgestanden. An der, wieder die 10 der Kelche. Quatsch, die 10 der Münzen. Das heißt, entschuldige dir, Liebe, ich bin gerade völlig perplex. Hier ist die absolute emotionale Erfüllung. Hier ist die materielle Erfüllung. Also es kann auch tatsächlich sein, dass ihr hier wirklich auch finanziell in ein unwahrscheinliches Wachstum kommt, aber aus einem Hintergrund heraus, dass ihr jetzt den Lohn bekommt für das, was ihr ausgehalten habt. Für das, was ihr gegeben habt. Universeller Ausgleich, Gerechtigkeit. Also meine lieben Fische, Jackpot, würde ich sagen. Absoluter Jackpot. Es kann sein, dass ihr hier, wie gesagt, in eine neue Verbindung geht, dass ihr die Liebe des Lebens findet, dass ihr finanziell abgesichert seid, dass ihr diese, ich habe irgendwie auf allen Ebenen die absolute Erfüllung. Chatbot. Mehr fällt mir tatsächlich dazu nicht ein.
Ihr Lieben, ich lasse noch ein Krafttier springen. Welches Krafttier wird hier für meine Fische im nächsten Vierteljahr wichtig? Welches Krafttier wird hier wichtig? Ich bin gespannt. Hasekaninchen, die Herzensliebe. Öffne dein Herz weit, werde still und lausche dem, was dir die zarte Stimme in dir zuflüstern möchte. Wahnsinn. An der Delfin, die Lebensfreude. Ich habe es noch gesagt. Ihr springt ins Leben. Habe Spaß, spiele und probiere dich aus. Surfe die Wellen des Lebens. Der Energiefluss setzt ein. Auch meine lieben Fische, ich gönne es euch von Herzen. Und ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ihr gerne eine private Beratung möchtet, könnt ihr mich anschreiben. Ihr findet den Link zu meiner Internetseite unten in der Videobeschreibung. Mir ist es immer ganz lieb, ihr schreibt mir eine WhatsApp. Da ist es immer für mich am einfachsten zu antworten. Und ich freue mich über jedes Like, über jedes Teilen vom Video. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich wünsche euch wundervolle 3 Monate. Mit viel Liebe, mit Gesundheit, ne? Auch das ist hier ganz klar zu sehen. Übrigens, hatte ich noch vergessen zu sagen, auf der gesundheitlichen Ebene, also solltest du oder hattest du mit gesundheitlichen Herausforderungen zu tun, auch da liegt hier Heilung und Abschluss. Also ich glaube, ich werde das Video einfach nur mit der Überschrift Checkpot benennen, weil mehr fällt mir dazu tatsächlich nicht ein. Ich grüße euch, meine lieben Fischer, und wünsche euch alles Liebe und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.